Ich grüße Sie. Die Gedanken, die ich in dieser Ausgabe veröffentliche, werden wieder einmal gegen die dogmatischen Vorgaben unserer Gesellschaft stoßen. Das ist zwar schade, aber offenbar nicht zu ändern. Seit ich mich aus dem aktiven Unternehmerleben zurückzog, widme ich mich fast nur noch der Aufklärung im Interesse einer besseren Welt. Klingt heroisch, ist aber die Wahrheit. Wer täglich damit beschäftigt ist, durch die Jagd nach den fehlenden Zinsen im Rahmen dieses ausbeuterischen Finanzsystems sein Überleben zu sichern, hat oft kaum noch die Muße oder die Kraft, sich mit den perfiden Rahmenbedingungen der sogenannten Ordnung zu beschäftigen. Man will aber trotzdem auf dem Laufenden sein und ist der irrigen Meinung, dieses durch die Nachrichten zu erreichen. Das Gegenteil ist wohl eher der Fall. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre fünf Sinne und die eigene Intuition, das ist mein Tipp. Mit dieser Eigenleistung erkennen Sie schnell die wirklichen Zusammenhänge. In unserer Gesellschaft werden wir in einer künstlich geschaffenen Dualität gehalten. Und das funktioniert bei nicht denkenden Menschen sehr gut im Interesse des Systems. Die gemeinten Personen sind nicht dumm, sondern eher systemverstrahlt. Als ich neulich in einer deutschen Stadt einen Vortrag hielt, führte ich in einer ausgiebigen Pause ein wunderbares Gespräch mit einem alten Herrn. Sein Geist, sein Wissen und die Art der hochwertigen Kommunikation beeindruckten mich tief. Allein sein aufgeräumter Sachverstand zu den Themen Geschichte und Kultur waren gewaltig. Er zitierte Platon, aber auch Goethe oder Schiller aus dem Stegreif. Nach diesem langen, für mich äußerst angenehmen Gespräch in dieser Zeit fragte ich diesen Herrn nach seinem Beruf. Seine Antwort verblüffte mich im ersten Impuls. Er war ein Landwirt und erzählte mir mit Stolz, dass er die mittlere Reife vor seiner Ausbildung absolvierte, nicht ohne hinzuzufügen, dass in seiner Jugend die Bildungssysteme noch diesen Namen verdienten. Mir schossen bei seinen Worten viele Gedanken durch den Kopf. Ich dachte an Unterhaltungen mit heutigen Abiturienten, die Goethes Faust nur zuordnen können, wenn ein entsprechender Leistungskurs gewählt wurde. Die dramatischen Verfehlungen unseres Bildungssystems sind offenbar gewollt, anders kann ich es nicht deuten. Oder wie will man sonst diese forcierte Zerstörung unseres einzigen Rohstoffs erklären? Schon die alten Germanen, die völlig unsinnig bei den normalen Menschen als feldtragende Hulks angesehen werden, deren Hauptaufgabe darin bestand, gute Römer zu erschlagen, verfügten über eine offenbar sehr hohe geistige Lebensordnung. Das große Ziel eines germanischen Menschen war vermutlich die wirkliche Freiheit. Wenn man es erreichte, sich und seine Familie im Rahmen einer autarken Landwirtschaft selbst zu ernähren, hatte man diese Freiheit erreicht. Die Angehörigen unterstellten sich dann gern dem Oberhaupt der Familie. Nicht als Sklave oder sonstiger Unterdrückter, sondern als freiwillig Untergeordneter, der sich schon im Interesse der eigenen Versorgung im Rahmen einer arbeitsteiligen Landwirtschaft einteilen ließ. Die starken Familienbande waren natürlich wertvollste Errungenschaften, die es zu verteidigen galt, falls von außen Gefahr drohte. Vermutlich entwickelte sich so über Jahrtausende oder zumindest Jahrhunderte eine hohe Kultur der Stärke im Rahmen dieser Lebensphilosophie, ohne Unterdrückung. Diese starken Gemeinschaften brachten auch eine weitere große Entwicklung hervor, das Handwerk. Selbst in unserer heutigen Zeit werden noch viele Manufakturqualitäten des nördlichen Europas, speziell Deutschlands, als Perle des Handwerks dieser Welt bezeichnet. Die große Ingenieurskunst des deutschen Automobilbaus, der Luft- und Raumfahrttechnik, aber auch vieler anderer Gewerke sind bis heute wirklich unerreicht. Die Wurzeln dieser typischen Eigenschaften liegen offensichtlich schon bei den alten germanischen Völkern, deren Hang nach Perfektion und ständiger Optimierung eine Grundlage der Lebensführung darstellten. Als Handwerker adelte man sich durch diese Leistungen selbst in höhere, von allen Bewohnern anerkannte Gefilde, wobei ich mit dem Begriff Adel nicht die späteren bis heute existierenden Gruppen der blaublütigen Adelsfamilien meine, die durch die katholische Kirche als Herrscher in Fürstentümern eingesetzt wurden, um das Volk auszunehmen
und im christlichen Schwitzkasten der Steuer zu halten. Die germanischen Meister des Handwerks waren ebenso wie die Bauern die Personen, die mit ihren Leistungen der Perfektion, der optimalen Freiheit so nahe wie möglich kamen und nur noch von natürlichen Gewalten wie Unwettern bedroht waren. Weshalb man auch immer den Kontakt zu den Göttern hielt. Es ist ja bekannt, dass die Germanen sehr viele Götter hatten, ob des Gottes Zorns, des Donners, des Regens und was auch immer. Die Handwerksleistung war die sichtbare, von Hand geschaffene Kunst, die die geistige Lebensordnung ein Stück begreifbar machte. Die Helvetier, die Normannen, Wikinger oder auch Goten. Die Goten übrigens, die mengenmäßig so groß waren, dass man sie in Himmelsrichtungen einteilen musste. Westgoten, Ostgoten und so weiter. Und weitere Stämme lebten offenbar die germanische Lebensordnung. Der gotische Kölner Dom, also ein germanisches Bauwerk quasi, gilt unter Experten heute als architektonisches Wunder. Ich möchte hier zwei für mich wesentliche Punkte festhalten. Erstens, die Germanen waren in großen Teilen Europas verteilt und sollten nicht einfach nur mit den Deutschen in Verbindung gebracht werden. Auch der Begriff Indogermane entstand vermutlich nicht zufällig. Warum fühlen sich so viele spirituell entwickelte Menschen nach Indien hingezogen? Finden wir dort noch alte germanische Aspekte, die vor vielen Jahrhunderten dort übernommen wurden? Die Frage ist ernst. Zweitens, die deutsche Geschichte besteht nicht nur aus den 1000 Jahren zwischen 1933 und 1945, auch wenn wir das bei den einschlägigen Darstellungen glauben sollen. Fänden wir die von den materialistisch geprägten Kulturen zerstörten oder versteckten historischen Nachlässe unserer gesamten Herkunft wieder, könnten wir vermutlich eine Menge Bücher schlicht wegwerfen, die heute Lehrstoff sind. Die beschriebenen alten Fähigkeiten in großen Teilen des alten Europas, aber auch die ausgeprägten Familien- und Sippenbande wurden auf rein materialistischer Seite des alten Roms bis zum heutigen oligarchisch gesteuerten Imperiums USA als Gefahr gesehen, die es zu bekämpfen galt. An dieser Stelle rümpfen vielleicht schon einige die Nase, die das jetzt hören, da hier unsere heutigen Konditionierungen eine radikale Tendenz erkennen wollen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich prognostiziere eine radikale Entwicklung in unserer Heimat, wobei mir Rechts- oder Linksradikale gleichermaßen zuwider sind. Simple Denker werfen mir auch gern vor, dass ich die Deutschen reinwaschen will von ihrer historischen Verantwortung, speziell wenn es um die jüngere Geschichte geht. Auch das ist natürlich völlig falsch. Aber ich will schon den Dreck ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Das ist mir wichtig. Vielleicht war die Anklagebank der juristisch fragwürdigen, zumindest eigenartigen Nürnberger Prozesse einfach nur zu kurz. Die sogenannte heutige, wie heißt sie doch, Antifa-Organisation, aber auch andere selbsternannte Gruppen gegen Rechts erreichen aus meiner Sicht genau das Gegenteil von dem, was sie vorgeben. Wobei die vielen kleinen Mitläufern, natürlich, denen möchte ich gern zugestehen, dass sie dabei sogar an das Richtige glauben oder die richtigen Tendenzen verfolgen. In dieser Ausgabe möchte ich zum Nachdenken anregen, dass unser Gefühl, alles steht offenbar auf den Kopf, richtig ist. Erreichen wir in größeren Gruppen eine geistige Autarkie, können wir auch endlich anfangen, nachhaltige Veränderungen in eine positive Richtung zu vollziehen. Autonom ist gar nichts Schlechtes, auch wenn dieser Begriff so negativ besetzt wird in der heutigen Zeit. Ein persönlicher Tipp von mir an dieser Stelle, vor allem an die Jüngeren. Ich sehe unglaublich viele Menschen mit Kopfhörern herumlaufen, ob beim Joggen, in Schulbussen oder nur so in der Stadt. Hier findet eine Dauerberieselung des Kopfes und der Seele statt, die sehr gefährlich ist. Mir ist klar, dass diese produzierte Sucht, die das Denken verhindern soll, schwer abzuschaffen ist. Versuchen Sie doch einfach einmal ganz in Ruhe, am besten in der Natur, soweit es möglich ist, für 10 Minuten nur da zu sitzen und sich treiben zu lassen, ohne jegliche Musik, ohne jegliches Gespräch oder irgendetwas anderes.
Halten Sie das gut aus? Oder macht Sie selbst diese Stille schon nach kurzer Zeit nervös? Das wäre ein echtes Alarmsignal. Wir haben nach wie vor eine unendliche Kraft, die man schnell wiedererwecken kann, wenn man es wirklich will. Dann öffnen sich auch Horizonte und man spürt die aufkeimende Freiheit. Diese sich entwickelnde kollektive Kraft, die keine Organisation oder eine Regierung benötigt, kann sehr schnell diese Welt wieder in eine ehrliche Richtung bringen. Wenn ich den Menschen mein Weltbild darstelle, höre ich oft, dass sie den Boden unter den Füßen verlieren. Ich sage dann immer, das ist doch wunderbar, denn nur aus der Vogelperspektive kann man einen Überblick erhalten. Dazu muss man aber den Boden unter den Füßen verlieren. Genießen Sie doch einfach diese Flüge. Auch ich kenne zum Beispiel nicht die wirkliche Geschichte unseres Volkes und für das spreche ich ja jetzt hier, aber glaube, die offiziellen Darstellungen in großen Teilen widerlegen zu können. Dadurch verlor ich zwar das mir in den Schulen aufgedrückte Weltbild, aber das ist mir lieber als ein falsches. Ich kenne viele offizielle Historiker, die etwas anderes glauben, als sie unterrichten. Dieser Wahnsinn muss endlich aufhören und dafür sollten wir einstehen. Unsere großen Fähigkeiten im Rahmen einer einzigartigen Handwerkertradition könnte wieder erwachen. Denn die gewollte Zerstörung der letzten Jahrzehnte muss nicht nachhaltig sein. Der Geist, der Erfindertum und weitere Eigenschaften lassen sich nicht durch externe Einflüsse über ein paar Generationen auflösen. Sind noch nicht mal ein paar. Ich glaube nicht, dass es unseren Eigenschaften entspricht, den Kindern die Zukunft zu verbauen und ihre Seelen zu malträtieren oder unsere Tiere in Quälhaltungen zu schinden, um sie dann zum Schlachthof zu deportieren. Und so könnte ich endlos weiter unsere Verwerfungen ausdehnen. Ich will auch nicht müde werden, wie einige meiner geschätzten unabhängigen Kollegen auch, den Finger in die Wunde zu legen, weiterhin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Andreas Popp.